Hallo und herzlich willkommen zu Spieltag 3 TPL, heute ohne Robin, weil Robin scheiße ist, nicht beim Kampf dabei war und ich deswegen andere Unterstützung dabei habe. Hallo René. Ach, ihr kennt mich safe, ich bin deren Coach, kein guter, aber ich bin einer und René kennt sich auch halbwegs einspringen. Also René kennt sich halbwegs mit Competitive aus, hat ist dann für Robin eingesprungen, sag ich mal, einfach wir waren am Talken, wir sollten kämpfen. Robin ist einfach den ganzen gestrigen Tag nicht aufgetaucht. Übrigens, wir haben am Freitag gespielt, ich nehme das gerade am Samstag auf mit René. Er hat den kompletten Tag nicht aufgetaucht, wir haben den ganzen Tag auf ihn gewartet. Ja, deswegen machen wir jetzt auch einfach das Nachkommentieren ohne ihn, weil er bis jetzt immer noch nicht da ist. Obwohl heute der Tag ist auch jede Woche. Ja. Unser Team Greninja hat heute gegen das Team Hexwith Heat von Sammy und Levinho gekämpft. Und, Leute, die heißen Hexwith Heat, darf ich kurz was dazu sagen? Ja. Passt ziemlich gut dazu, so oft wie die Hex bekommen haben. Die haben nicht so krass viel. Wir kommen gleich dazu. Wir kommen jetzt zum Replay und zum Matchup. Also ich blende wahrscheinlich jetzt wieder, wie jedes Spieltag, das Team des Gegners ein, damit wir nochmal kurz ein bisschen darüber reden können. Hast du das Team auch noch offen? Wenn ich, egal, ich fange einfach mal einfach, ein bisschen an darüber zu reden. Also, was wir zu 100% erwartet hatten, war das Aurora. Wir haben uns eigentlich basically gedacht, dass alle 6 Mons, die da sind, auftauchen. Wir dachten ehrlich, halt. Meine Predict waren halt Überfnir und Zeraora und ich glaube Primarine. Ja, Primarine, ja. Siebter Gen Wasserstarter habe ich auch predicted. Haben uns schon gedacht, dass Steelix gut gegen uns aussieht. Zeraora, Primarine, Überfnir, Fuego. Und dann halt, weil wir auch noch eine fette Kampfschwäche haben, auch Legios. Ja. So. Wir hingegen hatten dann halt unser Roserade dabei, das Rotom, Bunnelby, Ninjas, Nibel und Turtok. Zu den Sets. Rotom haben wir offensiv gespielt mit Heavy Duty Boots. Bunnelby haben wir Specs gespielt. Ninjas haben wir mit Rocky Helmet gespielt. René war nicht so der Fan davon, aber Rocky Helmet, Protect. Batten Pass, damit wir halt Speed passen können, was erlaubt ist. Sneeble war so eine Art Kamikaze-Set, basically. Also es war so ein RNG-Set. Wir hatten halt Focus-Sash drauf gespielt, damit wir einen Hit tanken können nach dem Pass. Und, also basically war der Plan, mit dem Sash einmal uns einen Sword Dance holen zu können. Wir wollten halt einen Sword Dance holen können. Das hat aber nicht so geklappt, wie wir später sehen, weil es war auch sehr risky. Dann hatten wir einen Shell Smash Turtok und ein offensives Roserade mit Black Sludge trotzdem drauf. Wir fangen einfach an. Wir haben jetzt hier, glaube ich, mit Roserade geleadet und das haben sie halt komplett predicted. Und dann halt ich hasse Pokémon. Das Beste, wir haben halt. Warte, also. Das Beste ist, wir haben halt so 5 Minuten davor debated, mit was die leaden und was wir so predicten können. Und weil wir predicted haben, dass sie mit Stolos oder so leaden, haben wir Roserade genommen. Und die haben das komplett vorausgesehen. Wir haben das komplett vorausgesehen und sind halt mit Fuego rein. Wir wollten nicht drin bleiben, weil wir wären instant gestorben, sind dann halt in Rotom Heat rausgegangen, weil wir halt dachten, okay, vielleicht kommt die Feuerattacke. Es kam nicht die Feuerattacke. Wir haben sehr viele Miss-Predicts gemacht in dem Match, das kann ich jetzt so sagen. Das war der erste. Ich glaube, man kann hier irgendwo einen Counter vielleicht sogar einfügen, wenn man will, wenn ich will. Aber das war der erste. Wir haben gedacht, vielleicht kommt die Feuerattacke. War nicht so. Hätten auf irgendein anderes Mon gehen können, wie Sneeble, maybe. Kam der Knock-Off, Heavy-Duty-Boots waren weg. Der Volt-Switch kam, macht nicht viel. Liegt daran, die sind Assault West. Dann haben wir wieder 3 Minuten rumgedingst, in was wir rein switchen. Ja, sind dann halt auf Rebombi gegangen, weil wir dachten, okay, vielleicht kommt jetzt noch ein Knock-Off. Es kam der Drain-Punch, was noch besser für uns war. Die haben sich zwar hochgeheilt, aber wir sind dann halt gepasst, weil wir halt nicht drin mehr waren. Auf Turtok kam der Flare-Blitz, auch wieder gut, konnten wir gut tanken. Wunderschöner Predict. Sind dann auf Shell-Smash gegangen, weil wir wussten, dass die rausgehen werden. Und dann auf Flash Cannon, weil wir uns dachten, okay, vielleicht macht das mal ein bisschen Schaden. Nein, hat's nicht. Und Energy Boy kam, wir sind tot. Was ich halt überhaupt nicht verstehe, weil fucking. Wir waren, glaube ich. Was hat Shell Smash genau geboostet? Attack, Spätz Attack und Speed. Das heißt, wir waren auf plus 1. Plus 2 sogar. Es war minus 1, glaube ich, auf Defense gehabt oder so? Ja, Defense und Spätz Defense. Ich verstehe nicht, wie der Scheiß dann noch
nur 38 Damage machen. Also halt 38%. Es war spät der Primarene, deswegen. Das war schon alles legit, alles gut. Damit ist unser Totokite geopfert worden, nicht gerade schlau von uns, aber wir sind dann hier auf den Void Switch gegangen, weil wir dachten, das ist halt das Beste, was wir machen konnten. Sind dann halt wieder raus auf Rebombi. Ja, da war der Void Switch gerade. Das ist ein bisschen voraus bei dir, glaube ich, weil als du das gesagt hast, sind wir gerade erst ins Rotom Hydra. Okay, auf jeden Fall, bei mir war gerade der Void Switch auf jeden Fall. Okay, dann habe ich auch. Jetzt sind wir beim Rebombi. Mit Rebombi haben wir Moonblast gedrückt und hoffen, dass es killt. Da haben wir aber erst jetzt realisiert, dass halt die Assault West drauf war. Und dadurch konnten sie uns mit einem Flare Blitz rausnehmen. Und wir haben unseren einen Kill trotzdem gelandet. Und damit hat unser Rebombi seinen ersten Kill in der Liga. Erster Auftritt, erster Kill, direkt geschafft. Gut gemacht, Rebombi. Ich liebe dich. Dann kamen wir mit Golden Ball rein und wollten halt versuchen, so eine Speedpass-Taktik machen. Ja, irgendeine Speedpass-Taktik zu machen. Sind dann halt auf Protect gegangen. Die sind auf Fire Punch gegangen. Und gucken, was die so machen. Wir passen auf Rotom Heat. Und jetzt kommt die Plasma Fist. Ja. So, da hatten wir jetzt überlegt. Das war meine Idee. Rotom passen. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich habe, glaube ich, vergessen, dass er 40% HP nur. Mein Fehler. Nein. Es war nicht nur dein Fehler, weil ich hätte ja was sagen können. Also, das ist die Sache. Ja, okay. Entweder hätte er wahrscheinlich eins unserer Mons mit Fire Punch rausgenommen. Oder halt Rotom mit einer anderen Attacke. Das heißt, es war eine 50-50. Ja. Und wir haben halt so gesagt den Mispredict bekommen. Weil wir halt dachten, okay, vielleicht geht er auf die Fire Attack, weil er denkt, dass Rotom zu offensichtlich wäre. War nicht so. Einfach gut gemacht von Sammy und so. Also es war einfach, die spielen das halt jetzt gerade solide runter einfach. Rotom ist weg. Wir kommen mit Roserade rein. Fire Punch kommt. Crittet. Wir dachten halt, wir hängen. Was haben wir jetzt dabei nochmal gedacht? Ich wusste, dass wir, glaube ich, wenn wir eine komplette Max-Roll bekommen auf Leaf Storm, was wir halt dabei hatten, hätten wir das Ding killen können. Und wir hatten die Hoffnung, dass wir einen Hit tanken. Erstens, jetzt kam der Crit. Zweitens, meinte Sammy später, als ich ihm meine Sets geschickt hat, dass er nochmal gekalkt hat, wahrscheinlich, dass wir nicht überlebt hätten zu 100%. Bedeutet, es wäre egal gewesen. Naja, nicht wirklich, weil wenn wir die Low Roll bekommen hätten, wären es trotzdem nur 97 Schaden gewesen. Nein, ich meine, wir hätten, glaube ich, 100% Schaden bekommen. Wir hätten wahrscheinlich 100% Schaden bekommen. Also, ich weiß halt deren. Ich müsste das nochmal selber nachkacken, aber auf jeden Fall, ja. Viel passiert hier nicht mehr. Ninjas kommt rein, Protected Speed Pass nochmal auf Kniebel. Und dann kam ein Play, worüber wir sehr verwirrt waren. Jetzt waren wir sehr verwirrt. Guck mal, wir sind schneller. Und wir kassieren jetzt erstmal den Fire Punch, aber es ist safe, was drücken. Logisch. Das ist logisch. Und wir hatten halt, wir wollten halt gucken, okay, wir haben halt gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwas tun. Vielleicht kriegen wir Serora drauf, wenn wir jetzt Focus Punch drücken. Das Problem ist, Focus Punch hat die Sache, wenn du vorher angehittet wirst, failt die Attacke. Das Problem war, wir hatten halt in Erinnerung, dass es halt in einem Turn passieren muss. Ja, also, weil wir jetzt letzte Runde angehittet wurden und der Focus-Sash damit gebroken wurde, haben wir das nicht predicted, dass der fucking Angriff sich so denkt, ja, Yitos, Delitos, oder einfach nicht. Ja, deswegen haben wir Focus-Punch gedrückt. Er muss uns wieder hitten. Ja, und der Fire-Punch kam. Auch wenn Sammy hier geschrieben hat, dass sie fast rausgegangen wären sogar, weil sie Angst hatten vor irgendwas. Und das wäre dann lucky für uns gewesen. Dann sind wir nochmal hier hingegangen, haben Speed gedrückt und haben einmal Lead Drive gedrückt. Das hätte sogar mit dem Focus Punch wahrscheinlich gekillt. Plasma Fist kommen. Ja. Sehr effektiv. Ja, und wir verlieren 5-0. Ja. 5-0, 5-1. Achso, ich bin behindert. Ja, 5-0. Ja. Ja, ich bin behindert. 5-1 kann nicht passieren. Okay, wir verlieren 5-0. Ja, es war sehr, sehr kurz. Also, ich glaube, das ist das kürzeste Video bisher. Natürlich nur, weil ich dabei bin. Er will nicht mit mir aufnehmen. Das ist alles. Deswegen kommt nichts mehr. Er hat mich in seinem Keller und holt mich nur ab und zu drauf. Nein, alles gut. Aber. Ja. Nein, nicht mal gut. Der Kampf war ich mag mal, wir waren halt nicht sehr gut. Ich war ein bisschen sehr viel gestresst, einfach weil es erstens für mich ungewohnt war, mal einen Spieltag ohne Robin zu spielen, ne? Zweitens waren wir beide hatten halt ein paar Misspredicts gemacht. Halt ein bisschen haben wir, sag mal, zu unvorsichtig gespielt. Und insgesamt waren die halt auch besser prepared. Also das muss man sagen. Aber was ich noch sage,
wenn Robin sich aufregt, soll er ganz schnell die Fresse halten, weil die Fotze war nicht mal dabei. Ja, also ich glaube, ich mache sonst nie sowas wie schreibt das und das in die Kommentare, aber schreibt unehren Robin in die Kommentare. Dankeschön. Und schreibt Robin. Hashtag Robin ist eine Fotze. Oder und das. Abonniert mich. Und abonniert René, denn der ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das war's mit TPA Spieltag 3. Nochmal GG an Sammy und Levino. Ihr habt das super gut gespielt. Ich wünsche euch viel Glück noch. Ich meine, okay, die sind nicht umsonst mit in den Top 3, ne? Also das Team ist halt auch, der Kader ist halt so gut, Alter. Das ist, also wirklich GG. Viel Glück euch noch in weiteren Spieltagen. Alle Links zu TPA und in der Videobeschreibung auch zu den anderen Kanälen, die YouTube machen. Auch zu René unten. Bis dahin. Ciao. Servus.